Heute wird's krabbelig. Denn wir testen heute die Riesenameise in Path of Titans. Oh Gott, wir sind ja winzig. Aber sehr beweglich. Es hört sich irgendwie lustig an, wenn die läuft. Ich finde auch die Kameraperspektive sehr, sehr gut. Man hat echt gute Übersicht. Und wie schnell die Beine sich bewegen. Ich bin echt gespannt, wenn wir gleich kämpfen, aber ich muss jetzt erstmal ein paar Missionen machen und wachsen. Das sieht so ulkig aus, wie die krabbelt. Was auch cool ist, wenn die irgendwo runterspringt. Die streckt so alle Beinchen aus. Wir haben übrigens aktuell nur eine Attacke. Das ist der Biss. Der ist halt sehr verzögert. Also ich glaube, da müssen wir echt gucken, dass wir ein bisschen eher drücken, bevor wir halt in den Gegner reinrennen. Es dauert ungefähr so eine Sekunde, bis sie zuschnappt. Ich bin auch nicht mega schnell, aber dafür sehr wendig. Also wir können uns halt wirklich auf der Stelle drehen. Oh, die ist ja ein richtig schlechter Schwimmer, die Ameise. Super langsam. Das heißt, Wasser müssen wir auf jeden Fall meiden. Guck mal, die bewegt sogar ihre ganz kleinen Fühler da unten. Hallo. Ist das ein Moser? Ich glaube ja. Aber der scheint nett zu sein. Aber warum liegst du da wie so ein gestrandeter Wal? Sieht nicht gesund aus. Aber da vorne wird zum Beispiel gekämpft. Das ist ein Capro und ein dickes Schweinchen. Ist das der Androsarcus? Weiß es gar nicht. Wobei ihr meintet in den Kommentaren, als ich den gespielt hatte, den Androsarcus, dass das gar kein Schweinchen ist. Ich glaube, das ist eher so eine Hyäne. Aber ich glaube, wir kriegen langsam Farbe. Guck mal, wir sind nicht mehr so hell. Das ist gut. Wir werden langsam größer und stärker. Ich kann auch echt gut springen mittlerweile. Die Ameise kann übrigens auch richtig steile Schrägen hochlaufen. Das macht die halt in bergigen Gebieten richtig gut im Kampf. Da kann ich dann halt einfach flüchten. Oh, das ist echt crazy, wie die hochläuft. Geht das auch runter? Ich hoffe es. Ja, sieht so aus. Oh, wir müssen aber trotzdem aufpassen, nicht, dass wir zu weit runterfallen. Wir kriegen bestimmt irgendwann Fallschaden. Aber das ist schon echt crazy, dass die hier so durch die Berge spazieren kann. Ich habe auch eine neue Attacke gelernt, die sehr interessant ist. Die zeige ich euch gleich mal, wenn ich hier unten bin. Und zwar können wir jetzt Gegner anspringen, also so pouncen und uns festbeißen. Es geht halt, wenn wir im Sprung sind. Und dann können wir uns irgendwie an den festkrallen. Und während wir halt festgekrallt sind, können wir Schaden machen. Dafür müssen wir halt jetzt nur erstmal Gegner finden. Da vorne. Was sind zwei? Soll ich es probieren? Ich weiß nicht, was das ist. Aber die sind auf jeden Fall schneller als ich. Die rennen halt auch einfach weg. Auf der Schräge kann ich sie kriegen. Die sind nicht so mobil wie ich. Krabbel schneller, kleine Ameise. Okay, die sind, glaube ich, über alle Berge. Ah, die sind leider zu schnell für mich. Schade, schade. Ah, das bringt nichts. Ich habe jetzt noch drei neue Attacken lernen können. Ich habe nämlich jetzt einmal noch so einen Sprung nach hinten. Damit kann ich Attacken ausweichen. Dann habe ich einen aufladbaren Biss.
Je länger man den auflädt, desto mehr Schaden macht der. Aber auch der hat wieder Verzögerung drin. Das heißt, das muss ich gut timen, wenn ich dann zubeiße. Und ich habe auch noch so eine Stachelattacke. Ich glaube, hinten mit meinem Stachel. Da ist nicht wirklich einer. Aber die kann ich, glaube ich, nur benutzen, wenn ich halt jemanden pounce und an ihm dranhänge. Kann ich halt jetzt noch nicht testen. Wir sind übrigens Allesfresser. Also wir können Beeren essen, Fleisch fressen. Und ich denke auch mal Pilze und irgendwelche Nüsse und sowas. Oh, da ist eine andere Ameise. Cool. Jetzt habe ich einen Artgenossen. Die ist aber noch winzig. Aber süß. Ja, die sind schon witzig. Ich bin gerade beim Krater. Da unten ist auch wieder einiges los, aber da wollen wir nicht reingehen. Der Krater ist immer nicht sowas für mich. Okay, die Ameise frisst einfach andere Ameisen. Auch nicht schlecht. Aber ich habe ja gesagt, die kann alles essen. Oh nein. Der hat Bock auf mich. Okay, ich habe ihn einmal getroffen. Da ist er. Wir sind hinter ihm, das ist gut. Wir haben ihn nochmal getroffen. Ich mache mal meinen aufladbaren Biss. Da haben wir gute Treffer gelandet. Kann halt immer ins Wasser flüchten, leider. Na, das ist doof. Ich muss weg vom Wasser. Wenn er Stress will, dann hier an Land. Ich bin schon gut vergiftet. Der ist aber noch da vorne. Der hat noch Bock. Kommt auch. Ich lade nochmal meinen Biss auf. Bin wieder gut hinter ihm. Oh Gott, ich bin über ihn geflogen. Ich kann halt gut Tailriding mit ihm machen. Er ist nicht so wendig wie ich. Oh, ich glaube, der ist schon gut angeschlagen. Ja, jetzt chillt er im Wasser. Oh, das ist, glaube ich, echt ein knapper Kampf. Ist jetzt untergetaucht. Ja, ist halt das Problem, dass er sich immer wieder zurückziehen kann. Ich kann ihn halt nicht wirklich finishen. Na, ich würde sagen, den Kampf haben wir gewonnen. Ich hätte den halt gerne mal angepounced, aber ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig bei so kleinen, flinken Zielen. Oha, da vor mir ist einfach ein Riesendinosaurier. Ich weiß nicht, was das für einer ist. Aber ich werde ihn mal anspringen. Dann können wir nämlich mal das Pouncen testen. Jetzt kann ich mit meinem Stachel zustechen. Ich weiß halt nicht, wie ich hier wieder gut runterkomme. Okay, man kommt nicht gut runter. Oh Gott, der Server laggt. Aber man springt halt nicht wirklich weit, ne? Das hat auch ordentlich Ausdauer gefressen. Aber das ist natürlich doof, dass man
auf der Stelle einfach abfällt und nicht irgendwie wegspringt, kann man halt direkt getroffen werden. Aber er blutet jetzt wenigstens durch das Anjumpen. Ich versuch's nochmal. Okay, es hat geklappt. Wir stechen nochmal zu. Ich weiß halt nicht, wie viel Blutungsschaden wir damit machen. Zerpiekse ihn nochmal. Wir dürfen den auf keinen Fall jetzt entkommen lassen. Oh, er hat mich jetzt auch getroffen. Aber ich hänge wieder dran. Oh, der kann mich leider hitten, wenn er zubeißt. Da muss ich aufpassen. Aua. Okay, das Ranspringen ist echt nicht so gut. Weil man halt direkt einfach abfällt an der Stelle und dann total das leichte Ziel ist. Der Server laggt gerade halt auch hart. Boah. Da wollte ich mal das nach hinten chargen ausprobieren. Ich werde mal so versuchen, hinter ihn zu kommen. Er kann sich einfach auf der Stelle drehen. Gott, wie krass kann der sich auf der Stelle drehen? Da kann ich ja gar nicht hinter den kommen. Und der hat auch einen Stampfer, da müssen wir aufpassen. Okay, ich hänge nochmal dran. Und wir müssen weg. Oh, wir haben es geschafft. Okay, da muss man sich echt dran gewöhnen. Gerade das Abspringen ist super gefährlich. Wir sind zum Glück schneller als er. Das war wichtig, sonst fängt er an zu heilen irgendwann. Wie schnell der sich dreht. Und der Server laggt halt dazu auch noch. Was ist das denn? Ja, keine Chance hinter den zu kommen, oder? Und weg. Oh, er kommt. Oh, der ist richtig sauer. Oh nein, da bin ich zu nah dran vorbeigelaufen. Ah, so ein Mist. Wieso darf ich denn jetzt zugucken, wie er mich genüsslich frisst? Müsste ich jetzt nicht neu spawnen? Das ist seltsam. Oh, guck mal, da ist ein Parasaurolophus. Den springen wir natürlich auch an und stechen mit unserem Stachel zu. Und schnell wieder abspringen und weg. Ich glaube, der ist auch sehr, sehr stark. Da müssen wir richtig aufpassen. Ich hoffe mal, der ist nicht so wendig. Das sieht aber nicht so aus. Oh, der hat aber auch einen Schweifhieb. Okay, das ist gut zu wissen. Ja, den Pounce habe ich leider nicht geschafft. Okay, wir haben ihn nochmal gebissen. Das ist immer sehr, sehr wichtig, weil ihr seht immer dieses rote Auge da über meinen Attacken. Und wenn das halt abläuft, dann ist man aus dem Combat raus und dann heilt man. Und das wollen wir natürlich verhindern, dass der nicht heilen kann. Weil er hat genau den gleichen Timer, den ich auch habe. Schade, der Pounce hat nicht geklappt. Ah, wichtiger Biss. Und wir sind immer rangepounced. Wir dürfen nicht zu lange, wegen der Ausdauer. So, die Ausdauer ist wieder voll. Wir müssen ihn jetzt schnell hitten, dass er nicht healen kann. Zumindest einmal. So. Würde ich gerne nochmal ranspringen. Und jetzt stechen wir zu. Schön den Blutungsschaden erhöhen. Aber nicht zu lange. Ausdauer ist schon wieder nur noch bei der Hälfte. Es geht schnell runter.
Wieder ein schöner Biss, damit der Timer wieder resettet wird. Und wir springen nochmal ran, wenn er sich schon so präsentiert. Und weg. Die Ausdauer ist sehr, sehr weit unten. Ich würde mich gerne nochmal schnell hinlegen, ein bisschen weiter weg. Immer voll tanken. Das heißt, wieder schnell ein Biss landen. Oh, der Biss hat nicht gesessen. Der zweite aber. Ja, der ist auch ganz schön wendig, ne? Schwer hinter den zu kommen. Aber besser als der Theropode vorhin, gegen den wir gekämpft haben. Der konnte sich halt auf der Stelle drehen. Das war gefährlich. Aber es hat funktioniert. Okay. Er macht gerade irgendeinen Call oder so. Zeit haben wir ausgenutzt. Der ist jetzt irgendwie gebufft oder sowas. Ich weiß leider nicht mehr, was der Parabuff macht. Wahrscheinlich hält er jetzt mehr aus. So, wir müssen wieder einen Treffer landen. So, nochmal hinter ihn kommen. Und in die Beine beißen. Oh, der Pounce ist daneben gegangen, leider. Jetzt sind wir nochmal rangesprungen. Der hält wahrscheinlich ultra viel aus. Ich glaube, wir müssen den noch häufig treffen. Aber er versucht schon wegzurennen. Ich glaube, wenn er sich bewegt, wenn er blutet, das ist gut für uns. Ich muss halt mit der Ausdauer aufpassen, aber ich muss ihn gleich wieder beißen. Okay, einmal reingestachelt. Das ist wichtig gewesen. Er rennt halt einfach gerade weg. Ich würde einmal noch die Ausdauer schnell tanken. Und weiter geht's. Schön wieder reinstacheln. Oh, rübergesprungen. Immer schön anknabbern. Er hat zum Glück noch keinen Stampfer oder sowas. Das wäre halt echt fies für uns. Er wehrt sich halt gerade gar nicht wirklich. Also er macht auch kaum den Schweifhieb, aber ich glaube, der ist auch viel zu hoch. Ich glaube, mit dem Schweifhieb kann er uns gar nicht treffen. Das heißt, wir können ihn schön hinten in die Beine reinbeißen. Er kann gar nichts machen, weil er keine Attacke gegen uns hat. Oh, ich dachte gerade, er stampft. Weil er seine Beine hochgehoben hat. Damit hätte er mich jetzt kriegen können mit so einem Surprise-Stampfer. Lauf nicht davon! Okay, wir sind wieder dran. Einfach hinten die Fersen beißen. Kann uns halt nicht treffen, das ist voll gut. Wir müssen aufpassen. Wenn er einmal rückwärts läuft, dann kann er uns halt kriegen. Ich glaube, der macht uns richtig Schaden, wenn er uns hittet. Der sieht halt noch null angeschlagen aus. Also der hält super viel aus. Er will ins Wasser flüchten. Das ist nicht gut.
Da unten ist er. Ich glaube, der will sich halt einfach ertränken. Der will nicht von uns im Kampf gekillt werden, der Feigling. Aber der war auch sehr chancenlos. Einfach weil er noch keine Stampferattacke oder sowas konnte. Du Feigling! So ein langer Kampf und du gehst dich ertränken. Nee, 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 nee. Du bist ein Loser. Ich habe nichts mehr von ihm gehört oder gesehen. Und der ist auch nirgendwo an Land gegangen. Das ist jetzt schon echt lange her. Ja, schade, schade, dass er das halt gewählt hat, diesen Ausweg. Aber ist halt so. Es war auf jeden Fall ein guter Kampf für uns. Also da hatten wir gute Chancen, einfach weil der noch nicht seine Attacken gelernt hatte. Weil ich glaube, normalerweise kann der auch nach hinten treten und Stampferattacken und sowas. Das ist halt dann für uns viel, viel gefährlicher. Ich check jetzt einfach mal, ob da eine Leiche im Wasser ist. Ja, da ist eine Leiche. Ich hoffe, ihr konntet das so schnell sehen, weil ich kann leider nicht untertauchen. Aber dann ist der wirklich ertrunken. Oha, sind das meine zwei Freunde vom Anfang? Was machen die denn hier wieder? Ihr Schlingels. Ich wollte eigentlich gerade eine Abmoderation machen. Die Sonne geht nämlich gerade unter. Hat sich da jemand die Haxen gebrochen? Ich glaube schon. Naja, ist ja egal. Das soll es jetzt auf jeden Fall mit der Riesenameise gewesen sein. Hat echt Spaß gemacht. Ich hätte halt nicht gedacht, dass die einen Pounce hat. Das war halt sehr, sehr cool. Ich habe übrigens mir auch nochmal einen neuen Skin gegönnt. Der sieht auch echt nice aus. Ja, und ich würde sagen, falls ihr mehr Path of Titans sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Wer nicht liked, ist doof.